Ich möchte dir hier in diesem Video einmal etwas mit auf deinen Weg geben, wenn du das Führerscheinthema angehst. Du musst wahnsinnig darauf aufpassen, wen du wirklich Vertrauen schenkst und wo du dich vorbereiten lässt. Weil du bist nämlich die Person ganz am Ende, die durchfällt oder besteht im besten Fall. Nicht der Vorbereiter oder irgendjemand anderes. Das musst du dir wirklich vor Augen schauen. Du musst immer nach Referenzen gucken. Extrem wichtig. Ich möchte dir einmal etwas erzählen, was gestern passiert ist hier bei uns im Büro in Düsseldorf. Und zwar haben wir einen Kunden gewonnen, der hatte vorher eine Hausdurchsuchung gehabt, irgendwann 2019. Da wurden dann ein paar Steroide gefunden und auch ein bisschen Cannabis. So, und dann hat die Führerscheinstelle, als sie später Monate danach die Info bekommen hatte, dieser Person gesagt, mach mal ein fachärztliches Gutachten, wir wollen überprüfen, was jetzt bei dir wirklich genau los ist. Fachärztliches Gutachten ist fast wie eine MPU, nur ohne psychologisches Gespräch. So, und diese Person ist doch ohne Vorbereitung einfach mal hingegangen. Und da hat diese Person sich mit sehr vielen Angaben extrem stark belastet. Der hat auch die Aussage getroffen, dass er seit anderthalb Jahren jedes Wochenende regelmäßig Alkohol trinkt. Bis zu 5 oder 6 Bier. So, und natürlich hat er sein fachärztliches Gutachten nicht bestanden. Wegen der Drogengeschichte einmal nicht und auch wegen dem Alkoholthema. Das Problem ist jetzt, was diese Person gemacht hat. Die Person hat dieses Gutachten bei der Führerscheinstelle abgegeben, weil er einfach keine Ahnung hatte. Ist erstmal nicht verwerflich, aber er hat es abgegeben und die Führerscheinstelle hat diese Information in seine Akte eingeheftet. Jetzt ist es aktenkundig. So, und dann ist er bei uns Teilnehmer geworden und dann haben wir uns das direkt am Anfang angeschaut. Ich habe mir das auch angeschaut, dieses fachärztliche Gutachten. Und da habe ich denen gesagt, ey Kollege, das, was du da gesagt hast, du hast dich schwer belastet. Du brauchst 12 Monate Drogenabstinenz und 12 Monate Alkoholabstinenz. Hat er erstmal gesagt, wie eine Alkoholabstinenz? Deswegen muss ich auch jetzt gar nicht die MPU machen. Da habe ich ihm das versucht zu erklären, wegen der starken Aussage, also dieser Belastung, die er da getätigt hat, dass das jetzt aktenkundig ist und dann der nächste Gutachter das sehen wird. Und anhand dieser langen Zeit weiß ein Gutachter, dass er da eine fortgeschrittene Alkoholproblematik entwickelt hat. Das ist die Hypothese D2. Das kann jeder im Internet googeln. Hypothese D1 MPU, D2 MPU und so weiter und so fort. Und bei einer Hypothese D2 braucht er 12 Monate Abstinenz. Selbst wenn er gar nicht mit Alkohol im Straßenverkehr aufgefallen ist, sondern einfach nur, weil er es gesagt bzw. zugegeben hat. Letztlich ist diese Person dann so ein bisschen grantig geworden oder hat dann irgendwie ja eine andere Vorstellung gehabt. Also ich persönlich habe ja jetzt nichts davon. Ich sage den Leuten nicht das, was sie hören wollen, weil ich sage den Leuten das, was funktioniert. Letztlich ist diese Person dann auf die Idee gekommen, zu einer anderen Vorbereitungsstelle zu gehen. Der ist dann zu einer Diplom-Verkehrspsychologin gegangen und dort hat sie ihm dann erzählt, dass er wahrscheinlich gar keine Alkoholabstinenz benötigt. Und natürlich hat er dann jetzt die Idee bekommen, ey, ich will nicht mehr zu euch, Sedora, gehen, ich will das Ganze jetzt bei ihr machen. Ist ja im Prinzip das gute Recht eines Bürgers, jeder kann machen, was er will. Was ich aber nur krass finde, ist, dass wenn man schon wirklich alles studiert hat, diesen guten akademischen Titel hat, dann diese Person das fachärztliche Gutachten dir vorlegt mit dieser belastenden Aussage, dann noch sagt, ja, hier brauchen wir nur die BTM-Abstinenz, eine Alkoholabstinenz wird hier nicht vonnöten sein und wenn doch, dann können sie ja kurz vor der MPU 3 cm Haare abgeben. Selbst wenn du 3 cm abgibst, deckt das diese anderthalb Jahre Zeitraum, der angegeben worden ist, noch nicht mal geringfügig ab. Das heißt, wenn diese Person sich dafür entscheidet, bei dieser anderen Vorbereitungsstelle, bei der Vorbereiterin, die MPU-Vorbereitung zu machen und das komplett ohne Alkoholabstinenz, dann wird die Person bei der MPU wegen Alkohol durchfallen, auch wenn die Person nie mit Alkohol aufgefallen ist. Weil ein Gutachter hat ja den Sinn und Zweck zu verstehen, psychologisch aufzuarbeiten, ob eine Person sich geändert hat. Und der Gutachter hat jetzt hier einmal diese Drogengeschichte und einmal hier die Aussagen wegen den Alkohol. Und kein Gutachter der Welt würde sagen, okay, das mit dem Alkohol, das ist mir jetzt egal, das blende ich einfach mal auf, ich fixiere mich jetzt nur auf die Betäubungsmittelsache. Das wird so nicht passieren. Und diese Person, der ist auch noch jünger und vielleicht ein bisschen naiv, aber trotz dessen, das fand ich einfach nur wirklich richtig, richtig krass. Ich habe dann auch mit der Person telefoniert gestern Abend und habe da nochmal versucht, ein bisschen tiefer reinzugehen in dieses Thema, warum, weshalb, wieso. Und letztlich hat diese Person sich blenden lassen, weil da dann doch eventuell keine
Alkoholabstinenz vonnöten ist. Klar, der Mensch ist so programmiert, da wo es am schnellsten geht, da will ich auch hin. Aber letztlich, wenn das am schnellsten geht, die Person durchfällt und dann nochmal ein Jahr Abstinenz nachweist, dann ist die Person da letztlich in den falschen Händen, weil es noch teurer wird, eine zweite MPU zu machen, nochmal die Abstinenz zu starten, und das bringt es am Ende des Tages gar nicht. Das heißt, du musst wirklich extrem aufpassen, wo du dein Vertrauen hinschenkst. Weil viele, viele Menschen oder Berater, denen ist es egal, was mit dir ist. Das ist einfach ein Geschäftsmodell, da verdienen Menschen ihr Geld, ihr täglich Brot. Und es gibt natürlich auch Berater, die machen einen richtig geilen Job, auch abgesehen von uns. Es gibt auch andere. Aber es gibt leider zu viele, die keinen coolen Job machen oder denen es egal ist, was aus dem Betroffenen ist. Und deswegen will ich dir sagen, du musst wahnsinnig darauf aufpassen. Wenn du auch dieses MPU-Problem hast und du einfach mit mir persönlich mal gerne sprechen möchtest über deine Situation, dann kann ich dir anbieten hier an der Stelle, dass du mal ein kostenloses Beratungsgespräch buchst bei uns. Das ist super einfach, das geht alles online. Unter diesem Video ist eine Beschreibung, da ist ein Link in dieser Videobeschreibung. Da tippst du einmal drauf, dann kommst du zu einer Website, wo ein kurzes Formular ist. Da füllst du einmal deine Daten aus, also wer du bist, woher du kommst, wie deine Rufnummer ist, damit ich dich telefonisch anrufen kann. Am Telefon vereinbaren wir einen Termin zu diesem kostenlosen Videoberatungsgespräch. Das ist super einfach, wie bei WhatsApp, eine Videotelefonie, so kannst du dir das vorstellen. Und da muss ich erstmal dann feststellen, wer bist du, was ist bei dir passiert, wo stehst du gerade bei diesem Prozess, und dann kann ich dir genau sagen, wie die nächsten Schritte für dich aussehen und ob du auch eine Abstinenz brauchst oder ob du keine brauchst und wenn ja, wie lange die sein wird. Das heißt, das kann ich alles erst in einem persönlichen Gespräch herausfinden. Das ist für dich kostenlos, du musst keine Bankdaten oder so angeben, einfach kurz ausfüllen das Formular und danach rufe ich dich zurück und dann vereinbaren wir diesen Termin und dann helfe ich dir bei deinem Führerscheinproblem sehr, sehr gerne weiter. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und mach dir wirklich Gedanken über den Inhalt, den ich dir in diesem Video heute mitgegeben habe. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Dustin Senebald von der Sedura Consulting GmbH. Ihr passt euch wirklich jede Geschichte an, schaut intensiv auf welche Gegebenheiten oder Lebensumstände derjenige sich gerade befindet. Ja, und das machen, ich sag mal, gewöhnliche Vorbereiter eigentlich nicht.